Mega cool. Wir fahren Achterbahn und rennen auf Bestzeit im Wundaria Park. Eine neue, spaßige Welt erwartet uns in Kirby und das vergessene Land. Besondere Betonung auf spaßig, denn das hier ist ein Freizeitpark. Wundaria. Und das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Klar, auch hier alles eine Ruine. Die Menschen sind längst weg von diesem Planeten. Und ja, jetzt habe ich es endlich ausgesprochen, was man sich eh schon denken konnte die ganze Zeit über. Kirby ist höchstwahrscheinlich auf der Erde gelandet. Nur warum keine Menschen mehr da sind, das wissen wir noch nicht. Ob wir es überhaupt rausfinden, auch unklar. Nicht da hoch? Jo, das geht. Cool. Als ob, das war eine Mission. Genieß den Ausblick von der Spitze der Rakete. Jo, das wäre doch ein super Thumbnail, oder? Wobei, auch hier kann man ein Foto machen. Oh, was ist das denn für ein Süßi hier? Ein Entchen. Das verfolgt mich sogar. Hat das einen Grund? Hier ist noch eins. Okay, dann hat es auf jeden Fall einen Grund. Wow, wie detailliert die Karte ist. Das gibt's ja nicht. Manche Entwickler stecken noch nicht mal in ihre Hauptkarten so viel Liebe. Ja, und auch das wäre ein gutes Thumbnail. Wusste ich doch, dass man hier ein Foto machen kann. Machen wir auch. Screenshot gespeichert. Einmal Positionswechsel. Aber ich glaube, andersrum ist besser, oder? Auch wenn es farblich so schöner ist. Von den Proportionen her sollte Kirby eher der Astronaut sein. Ach, du bist die Mutter, oder? Kann das sein? Ja, Tatsache. Und wir brauchen noch 3 Kinder, die irgendwo verloren gegangen sind. Hier ist eins. Das ist dann die Nummer 3. Oh, Popcorn. Du, da hätte ich jetzt schon Lust drauf. Mit Ansage. Lecker. Wobei, das sah nach salzigem Popcorn aus, oder Kirby? Das kannst du behalten. Wenn, dann nur süß. Okay, ich habe jetzt 4. Wo ist das letzte hässliche Entlein? Nein, Spaß, ihr seid natürlich alle cute. Super, super cute. Ach, da war's, oder? Ja, gerade im Augenblick noch gesehen, okay. Yes, yes, yes. Damit haben wir alle. Da freut sich die Mami. Und ich mich über die abgeschlossene Nebenmission. Komm mal her da. Vulkanfähigkeit. Ich bin ganz heiß auf den Park. Ob wir hier auch... Oh je. Häschen Zaubertricks zu Gesicht bekommen? Naja, es ist ja nicht Alice im Wunderland, oder? Aber lustig wär's. Wie auch Karussellfahrten. Aber man merkt, die Dinger sollten mal gewartet werden. Die da hinten funktionieren gar nicht mehr. Tragisch. Also als Kind hätte ich hier, glaube ich, meinen Spaß gehabt. Warum ist hier überall so viel Schleim? Also, ich weiß auch nicht warum, aber ganz viel in dem Game erinnert mich einfach an Super Mario Sunshine. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Gibt schon echt viele Parallelen. Oder bin ich der Einzige, der das so wahrnimmt? Ja, hier muss es noch was geben. Der Raum ist so groß.
Und sieht so speziell aus. Vor allem die Plattform da rechts. Ah, okay, verstehe. Auf Zeit! Na dann los! Husch rüber! Gut, dass wir die Feuerfähigkeit haben. Trotzdem bin ich zu doof, um sie ordentlich anzuwenden, aber ja, okay. Das Zeitlimit ist mehr als großzügig. Fast schon lächerlich großzügig, muss man wirklich sagen. Das muss ja nicht sein. Ein bisschen schwieriger darf es jetzt schon gerne werden. Aber ja, es ist halt ein Kirby-Game, deswegen erwartet da zumindest bis zum Ende und den Bonus-Modi nichts allzu Extremes. Kirby funktioniert halt immer so, man schafft das Spiel grundsätzlich relativ einfach und schnell. Aber Final Boss ist unfassbar crazy inszeniert. Meistens auch, ja, echt herausfordernd. Und so Zusatzdinger wie Arena oder so ist dann echt harpig schwer. Das wird es hier wahrscheinlich auch wieder geben. Weiß nicht mehr, wie der Modus in Star Allies hieß, aber da konntest du, glaube ich, auch so einen Boss Rush machen. Mit einer Fähigkeit, die man sich aussuchen konnte, und man hatte dann eben nur eine Lebensbar. Man musste eben alles schaffen. Man konnte das auch wirklich auf den maximalen Schwierigkeitsgrad einstellen. Das war super, super schwer. Die Tür da oben hat sich geöffnet, oder? Ich bin nur verwirrt, weil es sind beides Türen mit 3 Sternen. Und keine von beiden ist als Bonustür gekennzeichnet. Aber das hier müsste doch eigentlich Bonus sein, oder nicht? Er war derjenige, der da die Karten kontrolliert. Aber daraus wird nichts. Wir fahren auch ohne mit der Achterbahn. Und ich habe schon gehört, es gibt hier wieder einen gekidnappt, das ist voll schwer auszusprechen. Waddle Dee. Kriege ich den einfach so am Ende, oder? Boah, das ist ja richtig schnell teilweise. Ja gut, ist ja auch eine Achterbahn. Oder ist ein Schalter? Mit einer Kapsel? Boah, die Musik. Aua! Ah! Das ist mir zu schnell. Jetzt sag aber nicht, ich muss alle Münzen einsammeln. Komm. Da ist noch ein Schalter. Ah, okay, der war für den Waddle Dee. Ja gut, den einen oder anderen Stachel habe ich mitgenommen. Aber fand ich jetzt auch schwierig, da mit No Damage durchzukommen im First Try. Einige Hindernisse kamen schon sehr schnell. Aber wir haben es geschafft, den Waddle Dee zu finden und das ist das Relevante. So, was wäre denn jetzt bei dem anderen Weg gewesen? Finde ich nicht mehr raus, ne? Gut, es könnte auch sein, dass wir dann einfach direkt hierher gekommen wären. Gänzlich ohne den Achterbahnspaß. Ja, wir haben auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und das hier gibt mir auch ein bisschen so Mario 3D World, 3D Land Vibes. Aber gut, bei wem soll man sich sonst inspirieren lassen? Natürlich bei Mario. Der macht's vor. Aber ich muss euch sagen, bislang ist Kirbys Ausflug in 3D mehr als geglückt. Ah, noch eine Kapsel. Da freue ich mich auch wirklich auf die Zukunft. Wir hatten schon in einem anderen Part drüber gesprochen. Wenn das hier irgendwann mal wirklich noch offener wird, so Open World mäßig. Wow, also könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das übelst Spaß macht. Oh, was haben wir da? Noch mehr Popcorn. Das Game ist so schön.
Das in 4K wäre so nice. Aber die Switch bekommt ja jetzt auch ab Mai diesen DLSS-Konkurrenten von AMD, was mehr oder weniger dasselbe ist. Sprich, ein vorhandenes Bild wird mit KI hochgerechnet. Beispielsweise ein 720p-Bild in 1080p oder gar 4K, ohne groß Leistungseinbußen. Oder aber man sagt, man möchte mehr FPS, das geht alles. Das erste Game, das das nutzen wird, ist Nintendo Switch Sports. Was haben wir hier jetzt wieder? Den Wasserballonstopfer. Jetzt kann ich den Schmutz... Ah! Ich hab's doch gesagt! Das ist einfach Super Mario Sunshine 2. Geil. Habe ich unendlich viel Wasser? Oh, Kirby. So siehst du also aus, wenn du weiterhin so viel frisst. Aber hey, wenn du dich wohlfühlst... Okay, Blumen anzünden. Nicht anzünden. Wässern. Das ist kein Spiritus, was wir hier versprühen. Jedenfalls nicht bewusst. Das ist eine Mission. Okay, gut. Komme ich auf anzünden? Ne, es ist schon wieder spät. Es ist schon wieder spät, Leute. Aber ich kann nicht aufhören. Das Game ist so gut. Das ist halt immer so, wenn ein neues Game rauskommt und es wirklich Spaß macht, dann kannst du einfach nicht aufhören. Das kennt ihr doch auch alle, ey, tut nicht so. Ja, und ich bin ja auch mal froh, dass ich endlich mal wieder zufrieden mit einem Nintendo-Game sein darf. Boah, Hilfe. Moment, Moment, bevor ich da jetzt nicht mehr hochkomme, erstmal die anderen beiden anspritzen. Und jetzt haben wir alle. Oh, das gibt sogar eine Blaupause. Gut, man wäre hier noch hochgekommen. Und zwar die Blaupause für den Spielzeughammer. Der wird dann vermutlich auch größer. Und noch brachialer. Wie meine Stacheln. Aber dieses Häschen, du? Das hält auch eine Menge aus. Ernstzunehmender Gegner, muss man nicht sagen. Aber warte, brauche ich hier oben nicht noch mehr Wasser? Ja. Ich höre auch wieder einen Waddle, die schreien. Der erscheint bestimmt, wenn wir alles gesäubert haben. Grüße nach Isla Delfino. Oh, ihr wisst gar nicht, was ich für Super Mario Sunshine 2 tun würde. Aber leider wird es das niemals geben. Es wird noch nicht mal ein Remake vom ersten Teil geben. Nintendo hasst dieses Game. Ach, da geht's weiter, okay. Klar, es hat ein paar Fehler. Und meinetwegen ist es auch das schlechteste 3D-Mario. Kann man so argumentieren. Ich sehe es nicht so, aber kann man so argumentieren. Ja, da stelle ich mich entgegen. Aber es hat auf jeden Fall keinen Hate verdient. Und kein Totschweigen. Also Nintendo, Remake Super Mario Sunshine now! So, und hier haben wir tatsächlich alles gefunden. Juhu! In den Kapseln steckt Bouncy. Zielscheibenschalter. Und das Auto. 2 Sterne. Ja doch, es scheint schon immer 3 Kapseln zu geben. Zumindest oftmals. Wer weiß, vielleicht übersehe ich ja einige Secrets. Theoretisch müsste es auch pro Level eine Blue Coin geben, oder? Aber die sind halt am aller heftigsten versteckt.
Wie dem auch sei, machen wir weiter mit der Rennpistenraserei. Das könnte richtig cool werden. Ey, da bin ich jetzt hyped auf das Level. Und die stehen schon an. Wir drängeln uns vor. Haha, indem wir unsere Mitkonkurrenten einfach abstechen. Ja, das hier ist ein Kindergame. Aber das heißt nicht, dass wir es auch so spielen müssen. Und cool, dass wir jetzt mal ein anderes Auto bekommen. Man sieht zwar nicht viel davon, aber hey. Oh! Okay, wir müssen diesen Parcours in 25 Sekunden abschließen. Sonst kriegen wir wahrscheinlich keinen Bottle D. Also drück auf die Tube! Ja, wusste ich doch, dass dieses Level cool wird. Wahrscheinlich kriegen wir 4 so Kurse. Und müssen immer die entsprechende Zeit hinkriegen. Wow, nice! Das sah gut aus. Ein Waddle Dee. Wusste ich's doch. Ja, freue ich mich auf mehr. Ups. Man wird aber auch manchmal mit so kleinen Münzen belohnt. Das dürften gerne mehr sein. Also an noch mehr Stellen verteilt. Aber hey, immerhin, ne? Und das Geld ist ja tatsächlich auch relevant in dem Spiel. Man braucht es, um abzugraden und so. Gib mal her. Ach, hier stehen sie wieder an. Wir bomben einfach alles weg. Oh, ich habe gemerkt, man kann mehr als nur 2 Bomben in dieser Kette verfrachten. Ich glaube, da gibt es sogar gar kein Limit. Hier, siehst du? Heftig, oder? OMG. Wow, dieser Flächenschaden. Da möchte man kein Gegner sein. Ja, okay, das Level besteht wohl doch nicht nur aus Rennen. Ist okay. Also, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn es so wäre, aber ist okay. Dann schauen wir mal. Wir sollen sogar mit der Bombenfähigkeit unterwegs sein. Ja, weil wir von hier oben entspannt Bomben runterrollen lassen können. Bowling-mäßig. I understand. Er hat sich gerade selbst gekillt, indem er seine Bombe auf meine geschmissen hat. Tja, für so eine Dummheit kann ich auch nichts. Selber schuld. Ah, ich wüsste aber schon gerne, ob es in jedem Level eine Blue Coin gibt. Aber ich habe schon den Eindruck. In Welt 2, bei diesem Ultra-Secret mit dem Strudel, da war die ja auch versteckt. Und das war jetzt schon so eine Stelle, die nicht jeder findet, ne? Oh, Bonus. Okay. Kirby ist so cute. Ich möchte echt mal so ein Kirby-Café besuchen. In Japan. Ah, ich habe einiges zu tun, wenn ich mal nach Japan komme. Noch mehr Bowling-Spaß. Easy. Was ist das für eine Leiter? Okay. Warum? Wofür ist der? Mit Sicherheit nicht für diese normalen Gegner hier. Ah! Ah, wusste ich's doch. Sehr schön. One-Hit-KO. Und das war eine Mission.
Noch ein Upgrade. Das kolossale Schwert. Natürlich gibt es hier wieder sehr viel Fast Food. Aber ich habe festgestellt, das schmeckt leider absolut gar nicht in so Freizeitparks. Also Essen ist da ganz oft absolute Hölle. Ah, halt! Nein! Nein! Ich bin so dumm. Ich habe da einen Waddle Dee gehört. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr zurück. Das nur, weil ich an schlechtes Fastfood gedacht habe. Ja, selber schuld, ne? Man soll sowas nicht fressen. Okay, zieh mal durch. 50 Sekunden. Warte, kann ich jetzt hier nicht nach rechts abkürzen? Also, ich frag nur, aber hier auch. Ja, wird man wahrscheinlich auch machen müssen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Oh, wait! Was ist das denn? Okay. Ja, lol! Jetzt bin ich erledigt. Ja, das Ende des Levels habe ich jetzt absolut verschissen, ne? Aber ich denke nicht, dass wir das jetzt noch schaffen können. Ich sehe die Zeit halt auch nirgends eingeblendet, leider. Soll das so? Ja, es soll so. Belasso. Ja gut, aber wir können es ja nochmal probieren. Möchtest du das Rennen erneut beginnen? Der Missionsfortschritt und sämtliche gesammelten Items werden zurückgesetzt. Ja, ist okay, weil ich möchte ja schließlich die Bestwertung haben. Auf jeden Fall gut, dass sie sowas anbieten. Aber kann ich auch währenddessen abbrechen, wenn ich schon merke, okay, das wird nichts mehr? Ja, egal, wir schaffen es jetzt einfach. Also, hier direkt hoch. Ach komm schon, ernsthaft? Dafür muss der Sprung jetzt aber sitzen. Ja, das tut er. Okay, dann haben wir noch eine Chance, würde ich sagen. Weil vorhin haben auch nur 8 Sekunden gefehlt. Das ist zwar viel, ja, aber wenn man mal überlegt, wie ich da rumgegurkt bin. Auch wieder typisch, dass ich den ersten Sprung verhaue und den zweiten bei weitem schwierigeren nicht. Man kennt ihn. So, komm, jetzt enttäusch nicht, Kirby. Yes! Nee, das geht klar. Kann man gut schaffen. Im ersten Versuch ist man natürlich überrascht. Da wird es nicht unbedingt was. Aber im zweiten geht es klar. Ist halt jetzt super ärgerlich wegen dem verpassten Waddle Dee, weil ansonsten hätten wir auch dieses Level zu 100%. Ah, sowas darf mir nicht passieren. Da ist man einmal in Gedanken, ne? Moment, ist hier noch... Ist hier die Blue Coin? Ja! Die war sogar machbar. Also von allen, die ich kenne, war die bisher am machbarsten, oder? Na, wenigstens das. Das ist das Trostpflaster. Moment, was ist... Was? Da ist noch was verpasst? Erreiche das Ziel des ersten Rennens innerhalb von 20 Sekunden. Als ob. Wie viel hatte ich da? 22, oder was? Aber das war doch voll gut. What?
Ja, okay. Das Level hat mich auf jeden Fall hops genommen. Das habe ich nicht erwartet. Autsch, aua, Vorsicht vor den Stacheln. Mit ihnen kannst du Gegner festpinnen oder sie beim Drüberrollen aufsammeln und sie anschließend wegkatapultieren. Zack. Eiskirby. Brrr, so kalt. Schaffe Eisblöcke und kick sie Gegnern entgegen. Du kannst auch umherschlittern, sogar über Schlamm und Magma. Praktisch, ne? Ja. Bomben-Kirby. Wow, heute volle Ausbeute. Halte den Knopf gedrückt, um zu zielen und zu werfen. Halten, zielen, werfen. Einfacher geht's nicht. Du kannst Bomben auch beim Laufen werfen oder sie in Gegner kegeln. Ja gut, also das Level hätte ich so oder so nochmal machen müssen, wegen den 20 Sekunden. Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. nichtsdestotrotz bleibt es natürlich extrem ärgerlich mit dem versteckten Waddle Dee. Und was kommt da? Ein Horrorhaus? Wow, das wird mega cool. Ich habe auch Geisterbahnen immer extrem gefühlt. Ich glaube, das wird eines der besten Levels. Das spüre ich jetzt schon. 20 Sekunden, sagst du. Okay, ich versuche mal hier so wenig wie möglich zu rammen. Und auch so gut wie möglich abzukürzen. Aber so viel besser machen kann man das doch eigentlich nicht. Hä? Was? Ich starte jetzt mal von ganz rechts. Ja, und wie gesagt, halt wirklich so wenig wie möglich zerstören und auch so wenig wie möglich Gegner berühren. Vielleicht hier nicht springen. Da so leicht abkürzen, aber mehr kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, du. Ja, dann passt's. Aber einfach ist das nicht. Ah, da rechts. Ja, okay, war schon nicht schlecht versteckt. Und man hört ihn auch nur leise, aber es ist und bleibt ein Fail, den hätte ich schon gleich finden können. Dann hätten wir das. Und ich habe noch die ein oder andere Kapsel mitgenommen, ne, wieso nicht, ne? Wenn man es schon nochmal spielen muss, dann auch mal gönnen. Kegelstopfer Kirby ist da dabei. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun auch mit Kegeln vollstopfen. Dieser Zustand ermöglicht ihm, sich mit spitzem Kopf voraus die Napp zu stürzen und rissige Böden oder Rohre aufzubrechen. Und wieder einmal beweist Kirby Köpfchen. Nadeline. Ja, geil. Das waren zwei super tolle Level. Wirklich über den Erwartungen nochmal, obwohl ich mir eh schon dachte, dass das hier nice wird. Die Entwickler liefern permanent ab und sicherlich wird auch der nächste Part geil. Einschalten, bis bald.